Martin, ganz ruhig, bitte nicht aufregen. Ganz ruhig, ist er gut. Ich bin ja da. Ach, Ehre. Martin, na komm, lass dich abtrocknen. Nicht. Lass mich los! Lass mich los, Matteo! Hilfe! Lass das! Professore, lass mich los, Matteo, bleib liegen! Du darfst dir den Schlauch nicht abreißen! Hilfe! Anselmi! Professore! Professore! Anselmi! Bitte schnell! Beeil dich, wo ist Vietzi? Er kommt sofort. Was ist passiert? Hat er einen Anfall? Oh Gott, er ist aufgestanden. Schnell zurück ins Bett, hey, Matteo! Hey, wo bist du hin? Sei vernünftig, Matteo. Matteo, das geht nicht. Ich muss hier rausstecken. Geben Sie ihm 25 Milligramm Diazepam. Matteo, nun beruhige dich, mein Junge. Ganz ruhig. Professor Vietzi, wir wollen dir doch nur helfen. Mach es dir doch nicht noch schwerer. Du musst ins Bett zurück, also sei jetzt vernünftig. Lass mich los! Wir wollen hier helfen! Begreift das halte endlich! Halte das nicht aus! Ich will hier raus! Geben Sie her! Hier, Professor! Hört auf! Verschwinde! Festhalten, Anselmi! So, legen wir ihn wieder aufs Bett. Heben Sie ihn hoch, Anselmi! So. Matteo, verstehst du mich? Ich bin Professore Vietzi. Ich will sterben. Bestimmt nicht. Sonst wärst du nicht zu mir gekommen. Warum bist du gekommen? Ich hab gedacht, dass sie mich verstehen würden. Nein, du wolltest, dass ich mir wegen heute Morgen Vorwürfe mache, nicht wahr? Dass ich mich schuldig fühle. Stimmt's? Was ist das? Das ist mein Glücksbringer. Geschenk von Papa. Wann war das? Ach ja. Zum Abitur. Sie können ihn behalten. Sie sehen ja, wie viel Glück er mir gebracht hat. Ich habe mit deiner Schwester gesprochen. Ich bitte Sie, nein, holen Sie Maria nicht her, sie darf mich so nicht sehen. Ich habe ihr versprochen, dass ich dich nicht anzeigen werde, falls dich das beruhigt. Warum nicht? Ich weiß nicht, aber du musst anfangen, anderen Menschen zu vertrauen, Matteo. Ich halte mein Versprechen. Danke. Wie sieht's aus? Glauben Sie, dass ich diesmal draufgehe? Nein, Matteo. Du schaffst das bestimmt.